Herzlich willkommen bei uns. Die Aorta ist das wichtigste Blutgefäß im Körper. Sie transportiert das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in die anderen Körperteile und sie entspringt direkt am Herzen selbst, läuft dann durch den Brustraum, über den Bauchraum und verteilt sich dort dann in die Beingefäße. In dieser Folge des Katharina Kasper Gesundheitspodcasts geht es um das Bauchaortenaneurysma und ich freue mich sehr, dass dafür Dr. Anja Gerz bei mir ist. Schön, dass Sie da sind. Sie ist die Chefärztin der Abteilung für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Medizin des Herz-Jesu-Krankenhauses in Dernbach. Was genau ist denn ein Bauchaortenaneurysma? Sie haben uns da ja jede Menge Anschauungsmaterial mitgebracht. Ja, ich finde, das macht es etwas einfacher. Die normale Bauchschlagader, die also im Bauchraum verläuft, hat einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. Wenn es durch bestimmte Faktoren zu einer Schwächung der Gefäßwand kommt, kann sich diese Gefäßwand erweitern. Und diese Erweiterung bezeichnet man dann ab einem Durchmesser von 3 cm als Aneurysma. Das ist auch das, was wir da sehen. Ne? Das ist keine Vergrößerung, sondern das ist wirklich die echte Größe. Das ist die echte Dimension. Also hier sehen wir quasi, wie die Schlagader von oben kommt, hier die beiden Nierenarterien abgibt und hier unten diese rote Kullerkugel, das ist quasi die Erweiterung des Aneurysma. Genau, die soll auf jeden Fall nicht da sein. Was genau sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass sich die Aorta an der Stelle erweitern kann? Das sind unterschiedliche Faktoren. Natürlich wieder unsere Atherosklerose mit den üblichen Verdächtigen, der Diabetes, der hohe Blutdruck, die Cholesterinwerte, auch das Rauchen, alles was Ablagerungen in unseren Gefäßen macht, schwächt an dieser Stelle die Wand. Und man muss sich ja vorstellen, dass jeder Pulsschlag, der für die Beine gedacht ist, durch die Bauchschlagader durch muss. Das heißt, wenn dann beispielsweise auch noch der Blutdruck relativ hoch ist, und hier nicht immer nur 120 durchläuft, sondern bis zu 200 mit jedem Herzschlag durchlaufen muss, dass das ausleiern kann. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie mit einem Kinderluftballon, den Sie aus der Packung holen. Wenn Sie den aus der Packung holen und wollen den das erste Mal aufpusten, da kriegen Sie wahrscheinlich ziemliche Pausbacken, weil da ein ziemlicher Widerstand ist. Das entspricht unserer gesunden Aorta. Wenn Sie sich dann richtig Mühe geben und weiter kräftig pusten, das heißt, wenn der Blutdruck weiter kräftig dagegen hämmert, überwinden Sie diesen Widerstand und der Luftballon fängt an, sich aufzupusten. Und das ist dann der Moment, wo das Aneurysma entsteht. Und wenn dieser Punkt einmal überschritten ist, dann geht es nur noch in eine Richtung, nämlich in die Breite. Was ist die Gefahr von so einem Aneurysma? Genau das Gleiche wieder mit unserem Luftballon. Wenn ich den jetzt weiter aufpuste und aufpuste und aufpuste, irgendwann platzt er. Und genau das Gleiche kann mit unserer Bauchschlagader passieren. Noch nicht bei 3 cm, aber ab einem Durchmesser von 5, 5,5 cm geht die Kurve doch steil nach oben, die das Risiko beschreibt, dass diese Bauchschlagader platzt. Und wenn man sieht, wie dick die ist, weiß man auch oder kann man sich vielleicht vorstellen, wie viel Blut da durchgeht und so ein Riss ist dann wirklich ein lebensbedrohlicher Notfall. Der Riss ist ein absolut lebensbedrohlicher Notfall. Spürt man das, wenn das reißt? Wenn es reißt, ja. Also die Patienten, die sowas erleiden, beschreiben das wirklich als Zerreißungsschmerz. Man kennt das ja von einem Hexenschuss oder wenn man mal Bauchschmerzen hatte, wenn man sich dann ruhig verhält, dann geht das einigermaßen. Hierbei nicht. Der Schmerz wird stärker und stärker und stärker. Es sind auch ähnliche Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Man wird kaltschweißig, das Herz wird schneller durch eben den Blutverlust, versucht das Herz das auszugleichen. Es geht in den meisten Fällen sehr dramatisch schnell, dass die Patienten Kreislauf instabil werden. Wenn man es dann noch schafft, in die Klinik gebracht zu werden, ist eine Operation zwar möglich, aber das Risiko, dass man dabei verstirbt, ist doch leider sehr, sehr groß. Also man sollte dringend darauf achten, dass man vorher so ein Aneurysma erkennt und dann entsprechend behandelt. Spürt man denn von dem Aneurysma selber was, solange es noch nicht gerissen ist? Solange es nicht gerissen ist, in der Regel nicht. Aber wenn man sich das mal beschaut, viele Patienten, die halt sehr schlank sind, wenn die auf dem Rücken liegen, kann man halt wirklich dann den Puls sehr gut tasten und bei manchen Patienten kann man wirklich sogar auch das Aneurysma tasten. Also wenn man auf seinen Bauch fühlt und da irgendwas sehr stark pulsieren fühlt, dann sollte man da auf jeden Fall mal nachschauen lassen. Wer sollte denn grundsätzlich mal seine Bauchschlagader angucken lassen? Es gibt ein Screening-Programm ab dem Alter von 65, aber gerade das Bauchaortenaneurysma hat auch eine gewisse genetische Komponente. Das heißt, wenn in der Familie
jemand war mit einem Aneurysma oder gar mehrere, dann auch durchaus in jüngeren Jahren da einfach mal einen Ultraschall draufhalten. Beim Hausarzt oder wer macht Zum Beispiel. Das? Mhm. Ne? Also beim ganz normalen Organultraschall sieht man auch die Bauchschlagader und wenn dann irgendwelche Auffälligkeiten sind, schickt der Hausarzt sie entsprechend weiter zum Facharzt. Das heißt, wie genau sieht die Untersuchung dann aus? Einfach eine normale Ultraschalluntersuchung? Genau. Die Screening-Untersuchung ist in der Regel eben eine ganz normale Ultraschalluntersuchung. Dabei kann man den Durchmesser schon sehr, sehr gut bestimmen. Wenn es dann in Richtung Versorgung geht, dann geht es in die weiterführende Schnittbilddiagnostik. Das heißt, dann würden wir eben auch eine Computertomographie machen. Wenn alles gut ist, ist alles gut. Dann macht man alle paar Jahre, fünf Jahre eine Kontrolluntersuchung, dann ist alles fein. Was ist, wenn der Arzt was findet? Wie geht es dann weiter? Dann wird der Patient in der Regel eben bei uns vorgestellt. Wir messen dann eben auch nochmal nach, wie groß der Durchmesser ist. Sind wir noch in einem Bereich, wo wir konservativ vorgehen? Das heißt, wo wir eben versuchen, die Risikofaktoren entsprechend einzustellen und können das Ganze noch beobachten? Oder sind wir schon bei einem Durchmesser, wo wir wirklich handeln müssen? Wenn wir noch bei einem Durchmesser sind, wo die konservative Therapie noch im Rahmen liegt, dann würden wir eben den Patienten in Abhängigkeit von der Größe des Aneurysmas beispielsweise nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr zur nächsten Ultraschallkontrolle einbestellen. Wenn das Aneurysma schon eine Größe erreicht hat, bei der man handeln muss, dann würden wir eben weiterführende Schritte in die Wege leiten. Und die wären dann welche? In erster Linie die Computertomographie, um eben die genaue Beschaffenheit des Aneurysmas zu sehen, um die genauen Durchmesser zu bestimmen und um dann eben auch zu planen, welche der Versorgungsmöglichkeiten in Frage kommen. Genau, gucken wir uns das doch mal an. Wenn ein Eingriff nötig ist, was haben Sie da für Möglichkeiten? Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Einmal das, was man seit Jahrzehnten schon kennt, das offene chirurgische Verfahren, bei dem dann anstelle der erkrankten Bauchschlagader so ein Polyesterschlauch quasi ins Gefäß eingenäht wird. Ist natürlich ein großer operativer Eingriff mit offenem Bauch, mit entsprechenden Risiken, ist eigentlich heutzutage nicht mehr der klassische Standardeingriff. Es gibt aber nach wie vor Indikationen, wo die andere Möglichkeit nicht funktioniert. Da würde das Gefäß außenrum bestehen bleiben und Sie setzen einfach den Schlauch in die Mitte? Man schneidet das Gefäß quasi der Länge nach auf, setzt diese Prothese ein, die wird eben entsprechend oben vernäht und der Aneurysmasack, die alte Erweiterung, wird wie so ein Mantel zum Schutz noch außen drum gelegt und das Blut kann dann nur noch durch diesen neuen Schlauch laufen. Und was gibt's noch? Das viel elegantere Verfahren ist natürlich die endovaskuläre Versorgungsmöglichkeit, minimalinvasiv von den Leisten aus. Jetzt drehe ich mal mein kleines Modell rum, da sieht man es etwas besser. Und zwar kennen Sie doch bestimmt ein Buddelschiff. Ja. Genau. Diese kleinen lustigen Schiffchen, wo man sich immer fragt, wie um alles in der Welt kommt das Schiff in die Flasche durch diesen kleinen Hals. Nichts anderes haben wir hier. Diese Prothesen, also hier habe ich jetzt mal zum Beispiel eine mitgebracht, die ist für den Brustkorb gedacht. Das ist also ein etwas größeres Modell, aber auch die werden von der Leiste aus eingebracht. Die Prothesen sind ganz klein zusammengefaltet auf Trägersystemen, die ungefähr so dick sind wie ein dicker Kugelschreiber. Von der Leistenschlagader aus werden die dann ähnlich wie bei einer Herzkatheteruntersuchung über die Beckengefäße bis in den Bauchraum vorgeschoben. Hier sind überall so kleine Markierungen dran, die wir im Röntgen sehen. Und dann können wir unter der Durchleuchtung genau sehen, wo sind wir mit unserer Prothese, wie ist beispielsweise die Rotation von der Prothese. Und wenn wir an der richtigen Stelle sind, genau wie bei unserem Buddelschiffchen, ziehen wir die Reißleine und die Prothese entfaltet sich und verankert sich dann mit diesem kleinen Häkchen in der darüber gelegenen gesunden Aortenwand. Ist wirklich faszinierend, was heutzutage alles möglich ist. Dann wird es befestigt oder wie geht es dann weiter? Das befestigt sich quasi selbst. Mhm. Die Größen sind eben vorher ausgemessen. Die Prothesen sind etwas größer als das eigentliche Gefäß an der Stelle, dass das sich wirklich pressfit dort einpasst. Und hier oben an diesen Metallspitzen sind so kleine Widerhaken. Das Blut fließt ja in der Richtung und quasi mit jedem Pulsschlag wird das quasi in die Gefäßwand reingedrückt und verankert sich. Ah, verstehe. Und wie geht es denn für die Patienten weiter? Also wie lange müssen die grundsätzlich im Krankenhaus bleiben? Also bei dem offenen chirurgischen Verfahren ist der Aufenthalt zwischen 2 und 3 Wochen, weil es halt wirklich auch für den Patienten ein körperlich sehr, sehr anstrengender Eingriff ist. Mit diesem Verfahren ist der Patient in der Regel 4 bis 5 Tage bei uns stationär. Zum Teil können wir diese Eingriffe auch in örtlicher Betäubung durchführen. Das ist zwar alles minimalinvasiv, aber nichtsdestotrotz
muss man sagen, dass im Körper natürlich doch einige Umbauprozesse ablaufen. Dadurch, dass eben das Blut jetzt nur noch durch diese Röhrchen laufen und quasi das im Aneurysmasack befindliche Blut nicht mehr am Blutstrom teilnimmt. Es kommt zur Aktivierung der Gerinnungskaskade, der Körper versucht das abzubauen. Viele Patienten merken das in den ersten 6 bis 8 Wochen so als kleinen Leistungsknick, dass man sich so ein bisschen abgeschlagen fühlt, wie beispielsweise nach einem abgelaufenen grippalen Infekt. Das legt sich aber wieder. Also man sollte sich wahrscheinlich auch ein bisschen schonen am Anfang. Wie sehen dann anschließend die Kontrollen aus? Denn das muss natürlich vernünftig nachkontrolliert werden. Genau. Die typische Kontrolluntersuchung gestaltet sich hier in Form einer Computertomographie, um da eben mögliche Undichtigkeiten, die im Laufe der Zeit entstehen können, aufzudecken, um dann eben auch entsprechend, wenn irgendwas ist, nacharbeiten zu können. Wenn man mal so ein Bauchaortenaneurysma hatte, hat man dann auch eine größere Gefahr, ein Aneurysma an irgendeiner anderen Stelle im Körper wiederzubekommen? Das gilt für manche Aneurysmen. Aneurysmen beispielsweise, die im Kopf entstehen, die sind in der Regel angeboren und haben einen ganz anderen Entstehungsmechanismus. Aber Patienten, die beispielsweise ein Bauchaortenaneurysma haben, können ein Aneurysma in der Kniekehle entwickeln. Das kann aber auch im Rahmen von den Nachsorgeuntersuchungen mit nachgeschaut werden. Da haben die Ärzte dann direkt einen Blick drauf, weil die das natürlich wissen. Herzlichen Dank für diese wirklich sehr spannenden Ausführungen und diese Einblicke in die Gefäßchirurgie. Finde ich immer wieder faszinierend. Vielen Dank, Frau Dr. Gerz. Gerne doch. Das war der Katharina Kaspar Gesundheitspodcast zum Thema Bauchaortenaneurysma. Wenn Sie sich grundsätzlich für Gesundheitsthemen interessieren und viel mehr noch dazu wissen möchten, was alles so möglich ist, welche Vorsorgeuntersuchungen sich anbieten, dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal, dann sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.